Boah, an dem T-Shirt sieht man richtig, was für ein Lauch ich bin, Alter. Jo, Freunde, herzlich willkommen zu dieser Einschaltung zu einem neuen Video. Ihr könnt jetzt aufhören zu klatschen. Perfekt. Ich hoffe, ihr habt alle mitgeklatscht. Liebe Freunde, ich hoffe, euch geht's gut. Ey, heute gibt's richtig, richtig tolle News, die ich mit euch verkünden darf. Also, es geht heute mal wieder um Laura. Und Laura, oh, es gibt einfach tolle News von Laura, liebe Freunde. Und bevor wir mit dem Video starten, ihr kennt's, macht's euch gemütlich. Lehnt euch zurück, Lagerfeuer ist an, ihr seht's. Seht ihr's? Seht ihr's? Seht ihr's jetzt? Holt euch Snacks, hab ich schon gesagt, ne? Macht's euch gemütlich, hab ich auch schon. Okay, egal. Ihr kennt das Prozedere, liebe Freunde. Ich freue mich einfach. Laura, ich hab dich vermisst. Und du weißt das. Und du weißt das. Und ich habe deine Mama auch vermisst. Aber deine Mama kommt heute im Video nicht vor. Liebe Freunde, setzt eure Kopfhörer auf. Falls ihr mit Kopfhörern gerade chillt. Falls nicht, dann lasst die einfach weg. Ey, ich sehe irgendwie sau aus wie so ein kranker Lauch in diesem T-Shirt. Aber das ist, weil das oversized ist, liebe Freunde. Ah, cooler Merch, ey. Der kommt bald bei euch an. Macht euch keine Sorgen, falls ihr bestellt habt. Falls nicht. Schade, war limitiert. Okay, liebe Freunde, let's start in the video. Das hat keinen Sinn gemacht von Englisch her, egal. Und bevor ihr fragt, ja, meine Mutter macht mir mein Zimmer sauber. Und ja, meine Mutter macht alles für mich, wäscht meine Wäsche und bringt mir sogar noch Essen. Ja, ich. Haben sie sich ja letztens beschwert. Warum? Ja, weil du mir das Brot noch gebracht hast. Ja. Beudi, Alter, hä? Es gibt doch nichts Besseres, als wenn die Mutter einem so einen Teller mit Brot... Es kann doch nur ein Butterbrot sein. Wenn es im richtigen Moment kommt, ist es das Geilste, was es gibt. Du rechnest nicht damit, nur es kommt so ein Butterbrot und kennt ihr, dann kriegt ihr noch so aufgeschnittene Gurken, ein paar Tomätchen dazu. Oh, love it. Das ist das, was ich vermisse, liebe Freunde. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich in der Woche Essen bestelle. Ich fasse mir auch gerade hier an meinen Bauch, weil ich gucken wollte, ob ich fetter geworden bin. Ey, das ist das, was ich vermisse an zu Hause. Das gute alte Essen von Mama. Das müsst ihr echt genießen, solange ihr das habt. Habt ihr auf die Hashtags geachtet, liebe Freunde? Laura und ihr Luxusleben. Hashtag it's Laura. Hashtag Laura x time. Hashtag Zimmer. Hä? Okay. Hashtag aufräumen. Ah. Okay, ja, weil die Mutter aufräumt. Hashtag kann, Hashtag so, Hashtag schwer, Hashtag sein, Hashtag funny, Hashtag Laura, Hashtag Halskrause. Ja, somit hätten wir alle wichtigen Hashtags in diesem TikTok untergebracht. Aber ey, dieses Wort Luxusleben, das haut bei Laura schon hin. Aber ihr werdet nicht drauf klarkommen, was gleich kommt. Leute, und ich kann euch dazu Insider-Tipps geben, ja? Also, let's go. Ich weiß, wie ich dich provozieren kann. Hast meinen Kopf gefickt, hast mich hintergangen. Und dann werde ich laut. Oh nein. Und du nimmst mich nicht ernst. Union, ja, dein... Du pisst mich an. Ey, wer hat das gemacht? Das ist nicht cool, weil ich habe keine Lust. Ich bin ein sehr eifersüchtiger Mensch. Eigentlich nicht, aber gerade bin ich eifersüchtig, okay? Ich bin ein sehr eifersüchtiger Mensch. Und da zu sehen, wie Kevin und Laura in einem Video einfach harmonieren, das macht die Stimmung in meinem Körper drin ein bisschen kaputt. Sag ich euch ehrlich. Weil das... Ey, warum juckt mein Kopf so oft? Denkt ihr, ich hab Dings? Irgendwelche so Flohwanzen oder so? Wie heißt das? Du hast ab und dann geht's mir dreckig. Hey Leute, wenn das neue Dreamteam ist, dann bin ich persönlich sehr traurig. Wir müssen jetzt gleich einfach mal zu... Ich kann nicht mehr, Leute. Ich muss euch schnell das nächste Video zeigen, bevor wir zu der großen Nachricht kommen. Okay, Leute, wisst ihr, wer mir gerade gefolgt ist? Ich halte das für ein Gerücht, aber können wir ändern. Ehre, Laura folgt mir auf jeden Fall schon mal. Und ich folge ihr jetzt auch, liebe Freunde. Ihr habt ja die Screenaufnahme hier. Laura, Support ist kein Mord. Was soll diese Flasche mit diesen... Wie heißt denn diese Flasche? Wie heißt denn diese Marke? Ah, das steht doch da. Ihr wisst, was ich meine. Dieser Süßigkeiten-Mix da. Warum flext sie mit dieser Flasche, als wäre es so eine leuchtende Belvedere-Wodka, Alter? Warum, Laura? Erklär. Egal. We ain't never getting older. Jetzt hast du einen Follower mehr. Support ist kein Mord. Und jetzt kommen wir zu dem Video, liebe Freunde. Das alle Fragen in den Himmel gestoßen hat und wozu ich euch heute mehr erzählen kann. Haltet euch gut fest. Wäre eigentlich cooler gewesen, hätte die Kamera gewackelt, wenn ich mich festgehalten hätte. Okay, immer nochmal. Haltet euch gut. Jetzt hat nicht nur die Kamera gewackelt, mein ganzes Leben hat krass. Hayat!
Okay, können wir erstmal über diese Musikauswahl reden? 1A, Spitzensahne. Hayat, cruise mit der Gang durch die Stadt. Das ist doch das perfekte Video, um Strubel Peter Schnatterliese die Geschichte, die war diese, oder? Das ist doch die perfekte Musik, um anzukündigen, dass man ein Baby kriegt. Unter dem Video steht Soon, Sternchen, Augen, die zur Seite gucken. Party-Emoji, den habe ich gerade sehr gut beschrieben. Stark, Cedric, stark. Und Herz-Emoji. Insta ist natürlich auch noch verlinkt. Ey, liebe Freunde, ihr wisst schon, was in dem Video zu sehen ist, ne? Babypuder, Pflegebad für Babys, Babytime und eine Nuke-Flasche. Nuke heißt übrigens Nuckeln, ne? Wisst ihr schon? Nein, Spaß, wahrscheinlich nicht. Und die Aufsätze natürlich auch noch. Zur passenden Flasche braucht man auch die passenden Aufsätze. Liebe Freunde. Okay, ich kann euch jetzt, ich sag euch gleich mehr dazu. Soon bedeutet so viel wie bald, schon bald, baldig, in naher Zukunft. Wow, wenn ich Wörter umschreibe, krass. So, Laura wurde jetzt natürlich auch gefragt, kann es sein, dass du schwanger bist? Hat sie darauf geantwortet, man weiß es nicht. Wieso hast du einen TikTok mit Babyzubehör gemacht? Ihr müsst euch einfach fünfmal diesen Emoji vorstellen. Wieso, Laura? Und schon wieder am Flexen mit dieser Chevrolet-Flasche, Alter. Wie heißt das nochmal? Wie heißt das? Ich krieg gleich einen Ausraster, wenn mir nicht einfällt, wie diese Süßigkeiten heißen. Irgendwas mit CH oder nicht? Ach, Kacke, Alter. Ich weiß es nicht. Egal. Die ist schon wieder hart am Flexen einfach. Hat sie ihre Haare gefärbt, Leute? Oder ist das ein Filter? So, ohne das mit mir abzusprechen, ohne das mit deinem zukünftigen Ehemann und Vater abzusprechen. Vielleicht sind die Babysachen auch für jemand anderes, muss doch nicht für sie sein. Man weiß es nicht, hat Laura geschrieben. Warum postest du Babysachen und direkt danach 3 PCK? Ich gehe mal davon aus, PCK steht heute für Packungen. Kippen. Wen willst du verarschen? Ich werde mich dazu nicht äußern und rechtfertigen, was ich mir kaufe. Das hat sie gesagt, während sie sich dazu äußert. Rechtfertigen tut sie sich nicht, aber sie hat sich gerade dazu geäußert, zu dem Dings. Und flext schon wieder mit dieser Flasche, Alter! Warum ist der Flex hier so stramm, Alter? Ich muss mal auch hier ein bisschen mehr flexen mit irgendwas, Alter. Ich brauche mal ein bisschen mehr Flex in meinem Hintergrund, oder Leute? Lass uns mal... Der Flex muss ein bisschen realer sein hier auf diesem YouTube-Kanal. Auf jeden Fall habe ich mich dazu entschieden, euch heute auch einfach zu erzählen, wie der Hase hoppelt. Ihr wisst ja, dass ich Lauras geheimer Freund bin, schon seit längerem. Wir führen eine sehr starke, sehr kräftige, sehr wilde Beziehung, kann man auch schon fast sagen. Man kann das umschreiben mit Glücksgefühle verbunden mit Urlaubs-Vibes. Genau, ich glaube, ich habe das ganz gut beschrieben. Und ja, uns ist neulich ein Missgeschick passiert, das kann man auf gut Deutsch so sagen. Und wir sind aber sehr stolz drauf, ja. Und Laura ist jetzt gerade schwanger. Ich darf euch das verkünden, als erste offiziell. Ich habe das ihr auch nicht gesagt, dass ich euch das verkünden werde. Einfach, weil ich keinen Bock auf die Diskussion hatte. Und ja, ihr könnt es euch ja denken. Sie ist schwanger. Tatsächlich nicht von mir, aber sie ist schwanger. Wir sind nur zusammen, aber... Ja, sie ist schwanger, liebe Freunde. Das war's mit dem Video. Ich bedanke mich für eure Einschaltquoten. Ey, was laber ich, Alter? Bin ich im Fernsehen oder was? Heute ist ein ganz weirder Tag heute, liebe Freunde. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich wollte euch nur kurz darüber berichten, dass Laura schwanger ist. Ich möchte dieses Gerücht jetzt einfach mal in die Welt setzen. Mal gucken, inwieweit sich das spannt. Und ansonsten würde ich sagen, folgt mir auf Instagram, damit wir 2021 inshallah die 200.000 Follower voll machen. Würde mich sehr freuen. An der Stelle, ich küsse euer Herz. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Denn hier kommt jeden Tag ein neues Video. Also morgen 14 Uhr kommt wieder eins, übermorgen 14 Uhr wieder eins. Es kommt jeden Tag um 14 Uhr kommt ein neues Video. Klingt nach einem Deal, wenn jetzt ein Abo da ist, gell? Okay. Haut rein, liebe Freunde. Ich küsse eure Herzen. Ciao. I got a lot to do. Got a lot of... At the crack of dawn, in the dark of night, what I got to do?